herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Auswanderer Türkei. Euch interessieren Videos hier rund um Sиде, Evrenseki und Kumköy, dann seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. Für eigentlich alles ziemlich gestiegen. Deshalb wollen wir euch heute einmal mitnehmen zum Einkaufen hier bei BIM und euch zeigen, was so normale Lebensmittel hier in der Türkei kosten. BIM ist ein typischer Supermarkt neben A101 oder CHECK24. Diese Supermärkte unterscheiden sich eigentlich im Sortiment oder Preis kaum. Nicht nur die Preise sind dramatisch gestiegen, auch der Umrechnungskurs zum Euro. Als wir 2020 hier in die Türkei gekommen sind, lag der Umrechnungskurs bei 7,5. Heute, am 14. Januar 2022, bekommt man für 1 Euro 15,5 türkische Lira. So, jetzt will ich euch aber mitnehmen zum Einkaufen. Also kommt doch einfach mit. Fertig mit dem Einkauf. Wir haben 210 türkische Lira bezahlt. Vor einem halben Jahr bin ich mir sicher, war das sicher nur die Hälfte gewesen. Und unser Eins, die den Euro in türkische Lira wechseln, mag dieser Zustand erträglich sein.
Aber die Menschen hier in der Türkei sind dieser Preiserhöhung kaum zu stemmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht unbedingt einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Wenn ihr weiterhin an Videos interessiert seid über Reise und das Leben hier dabei, dann schreibt es in die Kommentare. Ciao, sagen eure Auswanderer aus Sиде Турция.